Nö. Ach, so ein Reifen. Okay. Gut, wo sind wir und wo müssen wir hin? Ah, wir können einfach hier unten raus. Okay, cool. Let's do it. It's a Terrano nest. Keep an eye on the skies. Naja, wir haben sowieso schon fertig, Mensch. Attacking from above is so cheap. Erstmal gucken. So, like, why do we need water to live? That's because the human body is composed of roughly 60% water. Interesting. Hey, see, what about demons? That depends on the species. Warte mal, hier kamen wir noch nicht rüber, ne? Is nearly 100% water, for instance. Kamen wir noch nicht rüber. Even ich glaube, wir waren hier schon mal. That really hammers home what a diverse bunch demons are. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt sowieso erstmal hier hin machen, weil da ist noch das Zeichen dafür, dass da vielleicht die Viecher sind. Die Raptoren. Ich hoffe es ja. Weil den würde ich. Das wäre wirklich cool, wenn wir die im Team hätten. Wenn wir da dann immer einkaufen könnten, wäre das tatsächlich sehr hilfreich. Andere Richtung. Run into enemies in the desert. Taking a head count is a good first step. Can't we? What about ramming through with a boost? That might break it. Sind aber auch keine dieser Raptoren. Man wird irgendwie von dem Ding nur angelogen. Kann das sein? Wo haben wir denn welche gefunden? Ich glaube, hier unten waren welche, oder? Das hat Schnellreise nutzen. Hier nach unten irgendwie. Kann ich da hin? Oh, weil wir im Kampf sind. Alles klar. Dahin. Ich muss selbst erstmal jetzt hier orientieren, dass wir da diese blöden Raptoren finden, die wir hier. Wo bin ich denn jetzt? Wir haben die irgendwo mal gefunden. Ich weiß aber auch nicht mehr wo, aber ich bin der Meinung, wir haben die hier unten gefunden. Ich weiß es alles nicht mehr. Dann können wir auch gleich diesen Diamantentypen da mitnehmen. Links. Normaler Raptor. Da ist ein Puta Raptor. Gotcha. Ups, daneben. Oder? I really cannot recommend fighting it unarmed. Scheinen sie aber auch nicht gewesen zu sein. Okay, langsam geht mir ein bisschen die Idee aus, wo dieses Zeug sein soll. Tatsächlich. Weil wir überall dahin gehen, wo es sein soll. Was ist das? Das Diamantenversteck. Aha. Okay, wir gehen erstmal da hinten hin. Nur noch im Kampf. Sind halt nur normale Raptoren. When fighting in cramped area. Is like cliffs. Beware of blind spots. Euch nehme ich mit. At least that was sort of fun. Euch nehme ich mit. Fighting in cramped areas like cliffs. Beware of blind spots. Ja, du quatschst zu viel, Obi. Getting caught off guard puts you at a disadvantage.
So, hi. I definitely hate to lose like that. I'll be careful. Nice. Thanks. So, what's so, ich klick mal das einfach durch. Die Gespräche sind alle sehr mühselig. Es tut mir leid, aber die Gespräche sind wirklich sehr mühselig. Okay, ich habe leider immer noch keine Idee, wo die sein sollen. Rettungsmission interessiert mich doch gar nicht. Bisschen nervig, aber gut, wir machen weiter. Bisschen nervig. Suchen wir hier so verzweifelt nach diesen Raptoren. Und nirgendwo sind diese Raptoren. Wenn er denn doch kartentechnisch wenigstens die Wahrheit sagen würde. Be close. Meaning we've almost got our scale. Pure raptors are rare. I doubt they'll be that easy to find. Deswegen. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Raptor Cave. Vielleicht sollten wir da die ganze Zeit nachsuchen. Vielleicht war das, was wir suchen sollten. Ich glaube, das wollten die uns die ganze Zeit sagen. Ich weiß es nicht. Here we go. Da ist einer. So far so good. Jetzt haben wir sie. Ich dachte, das wären die rosanen. Look at all these bones. Seem to be mostly animal bones. The survival of the fittest on full display here. Let's make sure our own bones don't end up on that pile. Okay, hier geht's nur raus. Oh ne, warte, es geht noch höher, warte. Here we go. Na komm. Here we go. Hi. Nur eine Dämon genannt. So, kein noch mehr? Jetzt sind wir gleich ganz oben. Das muss sich doch irgendwie lohnen. Hurra, ganz oben und eine Kiste. Wirklich? Nur eine Kiste? Aber hier geht es ja auch wieder runter. Das gewiss wir nur hier und dann da wieder runter und es macht, glaube ich, gar keinen Unterschied, oder? Kann das sein? Naja, gut. So viel zum Thema, ich will immer nur die Hauptaufgaben machen, ne? Aber das ist halt eine wichtige Nebenaufgabe. Is this the Piraptor scale you wanted? Yes, that's it! Now I can get started. Let's see. What's step one again? Hey, are you sure about this? Well, actually, it's my first time making raptor steel. Oh, but don't worry, okay? I've watched Stan make it before. How are we supposed to not worry?
way, I'll get right to it. So wish me luck. Done! Here, check it out! I did good, right? I have to admit, it doesn't look like it's your first time. Maybe to the untrained eye. Stan! Give that here. Look closely. Scratch it a little with a tool, and... What? Huh? The plating came right off! No way! Why? I bet you forgot to treat the base metal surface. Skip that step, and the plating will come right off. It just slipped my mind is all. Please, give me another chance. Sure, why not? Go ahead. Do it as many times as you need. Oh, thanks! I'll need more scales then. Oh, right. Well, guess we have to get more. Ach komm. Oh, ernsthaft. Here you go. Ich hab noch welche. Oh, thank you. I'll get started right away. There. Done. Scratch all you want, but the plating's not coming off this time. Yeah, yeah. Let's see here. Stan? Hey, demon buddy. You confident in your strength? Of course I am. Who do you take me for? Then can you try bending this steel with all your strength? No matter how strong he is, I'm the Fiend Prince Beelzebub. Don't doubt my strength. See? I cracked it! No way! What temperature did you do the heat treatment at? About 520 degrees Fahrenheit, I think. I guessed as much. Ugh, what's with you? Stop bullying me already! Is that what he's doing? To me, it looks like he's trying to guide you. Huh? Oh, I get it now! Hey, little fiend! Give me one last chance. Again? I'll succeed for sure this time. You've helped her this far. Why not stick with it to the end? All right. Oh, thank you! You're the best! If it's a... It's done. How is it, Stan? It's pretty much as good as mine. Actually, it might even be better. You mean it? Yay! Oh, you're the best big brother ever, Stan! Oh! I mean, my raptor steel is ready. Here, will this Pyraptor scale work? Oh, jeez. You actually got me one. Wait, what? I feel bad, but I was hoping you wouldn't find any so we could call this thing off and forget about any of us going to another town. So that was your plan? Since you brought one, I've got to do my job. I'll make my best raptor steel yet. There. Done. This is the raptor steel Norris taught me to make. One look at that tells me how skilled a craftsman your father must have been. And it seems the apple hasn't fallen far from the tree. It's always nice to hear Pop get compliments. I'm pretty sure I'll win this. But it's all in your hands now. Both our raptor steels are ready. Win or lose, no grudges. Please speak to the person you want in Spino. Got it. Überlege ich nicht lang. Sure you want me? Klar. Jo.
not fair and square. I needed a second chance, and a second chance. But you chose me, so I'll do my best not to disappoint you. All right, time to pack up! Please look after Vess. She's still impulsive and unreliable, but she's got talent. I'm sure she'll surpass me someday. Na endlich, haben wir das doch erledigt. So, sehr gut. Was war unsere Aufgabe? Ich hab's vergessen. Was ist hier? Schwesterchen? Keine Ahnung, was da jetzt ist. Hä? Oh, a new treasure! Ah, shucks, it's just a toy duck. It's got bite marks, too. They must have been so hungry, they'd even eat a toy. That's no laughing matter. There's no military food relief here, and bandits are rampant. It's no wonder the people would starve. Rumor has it that starvation drove them to eat horrible things. Horrible? Like what? Prince, some things are better left unsaid. Why? Because we're talking about humans doing something. Something that is taboo, even to us demons. Hold on there. It's plenty taboo to us, too. And yet, they must have been in dire straits to come so close to breaking that taboo. Ah, so you're saying this toy, like, symbolizes a taboo. That's kind of cool. I'll keep it. That's not the issue here. Wir haben ein kaputtes Spielzeug bekommen und ich weiß nicht warum. Sis, I hope you're well. Hm? You crying? No, I'm not. Now leave me alone. You're shaking, you know. Just leave already. I can't involve anyone else in this. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Nebenaufgabe gefunden. If you talk to me, the bandits will kidnap you. Just... Huh? Bandits? They kidnapped your sister? Well, not exactly. But it might be even worse. Explain. Sah aber aus wie eine beendete Nebenaufgabe. We couldn't pay off my dad's debt anymore. Why take her when it's your dad's debt? Well, dad's gone. But his contract is still valid. There was no way we could pay it off at that interest rate. Dad said he'd been fooled into signing it. But they told him a deal's a deal. Hmm. With proof of fraud, you should be able to invalidate it. They were gonna take me, but Ziz said she'd work enough for two people and went alone. She's frail, though. I doubt she could even do one person's work. We only borrowed that money in the first place to help her get well, but it all backfired. Just goes... Mensch, ihr quatscht zu viel. Gott. Meine Güte. Sorry, die... Da war jetzt ein bisschen zu viel Gequatsche. Findet ihr Diamanten? Ja, nö, gerade nicht. Ich dachte, das wäre... Guck mal, hier unten auch. Ich dachte, das sind... Nebenaufgaben. Also, keine Nebenaufgaben. V&S Craftsman. That was a blast. All right, my work here is done. Now I just need the right parts, as per usual. Sure, but don't you need a blueprint too? It's my bike. I could rebuild that thing in my sleep. No kidding. Alrighty then. So this is Spino, my new stomping grounds. You're gonna be seeing a lot more of me from now on. Der andere Typ auch bitte. Aber Spino wächst. Oh, Mayor Tor. Back here again, I see. Zep wants to talk to you. Something about furniture? Ah, yes. Apologies. When looking out from this spot, I can feel the town's vitality. I suppose that's why I seem to find myself here all the time. I think I understand. Though we've still a ways to go. Being able to watch the town change before our eyes,
is a wonderful thing indeed. And we owe it all to Hugh and Plika's ceaseless publicity efforts. I don't know about that. I don't think any of the people I talked to ended up moving here. If anyone deserves credit, it's you, Prince. There's no riper time than now to tell them the truth. Nah, it's fine. Not like I did it for them anyways. I'm just in it for making our bots stronger. In that case, we're going to need an EX chip store if we don't want their power plateauing. Materials and Anne's knowledge alone will only get us so far. Yeah, guess so. Well, back to work I go. Zeph wanted to speak to me about furniture, was it? More specifically, about a lack of said furniture. Now that you mention it, other townsfolk had similar grievances. The more people come, the more necessities arise, I suppose. Such is the way of things. Not a bad problem to have, though. There's no surer sign that vitality has returned to Spino. Now is the time for action. Spino shall shine once more. Looks like your vitality's returned too, Mayor. Isn't that great, Hugh? Yep. Spino hat eine neue Werkstatt eröffnet. In der Werkstatt kannst du gesammeltes Erz und Materialien zu wichtigen Gegenständen für Fahrzeugumbau verarbeiten. Sieh außerdem in der Werkstatt nach, wenn du gewisse Gegenstände nicht finden kannst. Sehr geil. Ist wirklich ein bisschen hübscher hier geworden, ne? Also sie haben sich Mühe gegeben. Bist du der Craftman's Laden? Achso, du bist der Craftman's Laden. Wir gucken mal in den Craftman's Laden. This place has a lot more potential. I've got a. I'll do my best to grow. Raptorstahl, Krokostahl. Gleich mal her damit. So. Von was haben wir sonst auch nichts? Wir haben keine Holzlatten. Ich weiß nicht, wofür wir Holzlatten brauchen, aber wir haben keine. Und das ärgert mich. Den Rest haben wir. Thank you. Zumindest derzeit. Sehr schön. Dann sollen wir jetzt ein Motorrad bauen? Ich baue die denn da hinten hin? Für eine Wand. Da hinten ist noch eine Nebenaufgabe. Ich meine, ja, für die Town-Member die Nebenaufgabe. Ja, ich nehme sie zumindest an. Wir nehmen sie zumindest an, okay? Ich meine, vielleicht ist es etwas, was auf dem Weg ist. Man, what am I... Klick's aber nur durch, weil die Gespräche so zäh und langsam verlaufen und so langwierig sind, dass es echt nicht mehr lustig wird. Kampfpanzer Blaupause. Naja, gut. Ich bin zwar der Meinung, wir haben schon 25 Kampfpanzer Blaupausen, aber okay. So. Mensch, sieht ja gleich viel schöner aus hier. Hi. Do you need anything? Ja, definitiv. Fahrzeug. Wir können ein neues Fahrzeug bauen. Aber jetzt nicht. Das wollen wir doch. Raptor-Legierung brauchen. Okay, wir können auf jeden Fall Stufe 10 ausbauen. Das ist schon mal sehr gut. Raptor-Legierung. Keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Aber kriegen wir bestimmt auch irgendwo. Fahrzeug anpassen. Jetzt können wir die härtere Wumme reinsetzen. Teile bauen. Neu. Wertiges Gummi haben wir nicht. Konnten wir auch noch nicht herstellen. Aber wird sowieso nicht besser. Nee, warte. Keine Ahnung. Macht ein bisschen mehr. Geschwindigkeit ist nicht so doll, aber ja, alles andere. Verbessern. Wir haben das hier drauf, ne? Das können wir nicht verbessern. Standard Schießpulver. Raptor-Legierung. Okay, Legierung ist halt. Und hier auch Standard Schießpulver-Legierung. Okay. Aber? Wir haben's.
wesentlich mehr Muni. Also wesentlich mehr Schaden. So, ein Ex-Chip-Platz, hat er ja gesagt. Oder so einen Laden brauchen wir. See you later. So, bevor wir jetzt aber das Motorrad bauen, mache ich erstmal die Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Motorrad bauen und dann über den Treibsand fahren und dann immer weiter fahren und immer weiter. Oh ja, eigentlich können wir das auch mal machen. Wie viele Fähigkeitspunkte? Ein, ja, mal gucken. Ich denke, dass Gegner mehr Gegenstände fallen lassen. Mehr Gegenstände fallen lassen. So. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wir haben schon wieder viel zu wenig gespeichert, aber ich vergesse es auch immer wieder. Aber ich bin jetzt raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.